lieber Herr Schnatterhahn, haben Sie vielen Dank für die Unterstützung. Sie sind 1946 geboren und 20 Jahre später, mit knapp 20, sind Sie in die Bundeswehr eingetreten als Offiziersanwärter, haben dort dann die verschiedenen Stationen durchlaufen, die ein Offiziersanwärter durchlaufen muss oder sollte, vom Leutnant bis zum Major 1979, Generalmajor 1999. Sie waren dann von 2002 bis 2009 der ranghöchste deutsche Militär als Generalinspekteur der Bundeswehr und damit mit diesen 7 Jahren auch der am längsten dienende Generalinspekteur, den die Bundeswehr bisher hatte. Sie haben in ganz unterschiedlichen Funktionen natürlich gearbeitet, als Bataillonskommandeur auch in den neuen Bundesländern. Das hat mich interessiert, in Ihrem Lebenslauf unter Berthold von Stauffenberg, dem Sohn des Hitler-Attentäters, gedient. Sie waren Operationsstabsoffizier im NATO-Hauptquartier oder Leiter des Planungsstabes unter Verteidigungsminister Scharping. Scharping hat Sie dann auch in das Amt des Generalinspekteurs berufen. Sie waren außerdem Vorsitzender des Soldatenhilfswerks. Sie haben viele Ehrungen, Auszeichnungen bekommen, das Ehrenkreuz der Bundeswehr in Gold, den Legion Demerit der US-Streitkräfte, den Orden der französischen Ehrenlegion und auch das große Verdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland. Das hat Ihnen Horst Köhler 2009 verliehen. Sie haben also in den verschiedenen Funktionen selber Führungsaufgaben gehabt, von Anfang an in der Bundeswehr, gleichzeitig natürlich auch lange Zeit unter anderen Offizieren, Generälen und Verteidigungsministern gedient. Sie haben mit Sicherheit 6, 7 verschiedene Verteidigungsminister auch als General dann mitbekommen. Und uns interessiert heute ganz persönlich Ihre Erfahrungen, die Sie da gemacht haben. Und die erste Frage, die ich immer stelle, ist, ob wir überhaupt Führung brauchen. Und bei Ihnen würde ich das zweifach gleich gerne definieren. Einmal, wenn man ganz oben ist als Generalinspekteur, wer führt einen dann noch? Und die andere Frage ist, wenn man sich die Bundeswehr anschaut, so wie ich sie auch selber erlebt habe, es wird ja unendlich viel geregelt. Ganz viel ist ja bis ins Detail vorgeschrieben. Und es gibt den Befehl und Gehorsam. Und braucht man da noch individuelle menschliche Führung? Also das. Okay, wenn wir mit dem mal anfangen, das ist ja das Spannendste. Die Regelungsdichte ist ungeheuerlich. Da stimme ich zu. Diese Regelungsdichte entsteht, glaube ich, aus zwei unterschiedlichen Ausgangspunkten. Die eine ist, dass man von unten her keine Fehler machen will und alles eben geregelt hat. Und von oben her ist es die politische Verantwortung, die auch nicht in Fehlerfallen tappen will und deshalb auch zum Mikromanagement neigt. Und wenn die beiden sich treffen, dann wird es grausam, nicht? Also zumindest für beide Seiten, für die eigentlich führen wollen und für die geführt werden. Ich denke, beide Partner brauchen einen Bereich, den man Verantwortung nennt, den man eben tragen muss. Und dabei kann man Fehler machen und für die muss man dann gerade stehen. Nicht? Und das wird leider immer mehr versucht sozusagen zu eliminieren oder zu minimieren, damit das persönliche Risiko geringer wird. Und dabei unterliegen viele Leute einem tragischen Missverständnis. Es ist gar nicht so gefährlich, Fehler zu machen, wie manche sich einreden. Ich glaube, man kommt auch ganz gut hin, wenn man weiß, der hat einen Fehler gemacht, der übernimmt die Verantwortung dafür. Das ist ja nicht immer das große Bild von Verantwortung, dass man sagt, muss ich mein Amt abgeben oder so. Man kann auch hinstellen und sagen, ja, bestrafen Sie mich, ich habe da nicht aufgepasst oder ich habe einen Fehler gemacht. Manchmal ist es ja ganz simpel. Das ist das eine Bild, wo ich Ihnen leider recht geben muss. Ich möchte nur sagen, dass ich nicht glaube, dass das ein militärspezifisches Phänomen ist. Ich glaube, das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, das wir haben. Also die Vermeidung von Übernahme von wirklicher Verantwortung, jenseits der Phrasenverantwortung. Ich meine wirklich der persönlichen Verantwortung. Und insofern ist die Bundeswehr auch da ein Spiegel dessen, was gesamtgesellschaftlich in vielen Bereichen abläuft. Entschuldigen Sie, wenn ich nachfrage, aber
macht es nicht doch einen Unterschied, ob ich, sag ich mal, als gehobene Führungskraft im Unternehmen irgendein Projekt in den Sand setze und ich mache dann irgendwie 1 Million Euro Verlust oder muss 5 Mitarbeiter entlassen? Oder ich mache als Leutnant in Afghanistan, der einen kleinen Zug oder eine Abteilung führt, einen Fehler und 5 meiner Soldaten sterben? Ist das nicht ein qualitativer Unterschied und deswegen auch nachvollziehbar, dass man sagt, solange ich mich da an Regeln halte, brauche ich mir hinterher weniger vorwerfen lassen. Ja, ja. Nee, da würde ich Ihnen nicht widersprechen. Ich habe das jetzt in meinem Eingang so ein bisschen vermieden, um nicht sofort auf diese sui generis Elemente des Soldaten zu kommen, weil das ja sofort bei manchen ja auch Alarm auslöst mit dem sui generis. Aber da gibt es schon einen Teil von Verantwortungsqualität, der eben im Soldatischen deutlicher angesiedelt ist als in anderen Berufen. Also sagen wir auch jenseits des Materiellen liegt, nicht, wo man auch nicht materiell entschädigen kann. Also eine Verantwortung, die in den Bereich von Leben und Tod von anvertrauten Menschen hineingeht, ist natürlich schwerwiegender und belastender als eben nur die materielle, wenn ich das nur mal so vergleichen darf. Ich glaube, da gibt es Berufe, die sind da ähnlich. Gefahrenbewährte Berufe haben immer das Thema. Ich glaube, der Feuerwehrhauptmann dieser Ortschaft hat auch das Thema, wenn er einen Mann auf die Leiter schickt und ein Risiko ihm auferlegt. Das ist sicherlich bei der Polizei zu finden. Das ist sicherlich im Bereich der Notärzte zu finden. Also wir sind da nicht ganz alleine, würde ich sagen. Jetzt kann man abstufen, die Gefährlichkeit, wenn man will. Das glaube ich aber nicht. Aber das muss man heute nicht machen. Aber an der Stelle gibt es natürlich eine Besonderheit und auf die muss der Soldat vorbereitet sein, auf diese Verantwortung. Da kommt natürlich die Frage, Verantwortung vor wem oder wem gegenüber, nicht? Und damit sind wir bei der Werteorientierung und in den ethischen Bereich gelandet. Nicht? Den kann man eben nicht ausblenden und damit muss sich der Soldat auseinandersetzen und die militärische Führung muss sich damit natürlich auch auseinandersetzen. Sie sagten vorher, wenn man dann Generalinspekteur sei, dann habe man nicht mehr diese Rolle, dass man dann doch noch mal gehorchen muss. Dem würde ich ein bisschen widersprechen. Gar nicht jetzt, sagen wir mal, traurig oder so, sondern Primat der Politik oder besser gesagt Primat des Politischen. Der Begriff gefällt mir eigentlich besser, weil er nicht so person-, sondern sachorientiert ist. Der bedeutet natürlich auch, dass der oberste Soldat dem Parlament gegenüber, dem Verteidigungsminister gegenüber, eine Gehorsamsverantwortung und Loyalitätsverpflichtung schon auch hat. Das ist natürlich eine andere Stufe als weiter unten in der Hierarchie. Aber es gibt keinen Soldaten, von dem man sagen muss, der ist jetzt endgültig aus dem Gefüge von Befehl und Gehorsam raus. Und sei es Respekt und Gehorsam gegenüber der Anordnung des Parlaments in Vertretung des Souveräns. Aber findet Menschenführung auf der Ebene noch im klassischen Sinne statt? Das heißt, haben Sie mit Rudolf Scharping persönlich Gespräche geführt, wo ja, vielleicht auch Rückmeldung mal gegeben wird über Ziele, die vereinbart werden. Das findet schon statt, nur ist es vielleicht nicht die hierarchische Ordnung, die man weiter in der Mitte oder weiter unten im System erfährt. Das ist dann mehr im Sinne eines Austausches von verantwortlichen Menschen, die verschiedene Verantwortungsebenen und verschiedene Verantwortungsbereiche wahrnehmen, aber immer einem gegenüber. Zunächst mal formal, würde ich sagen, dem Souverän gegenüber. Und wenn man es ins Ethische hinübernimmt, dann eben der Orientierungspunkt, den jeder individuell für sich hat. Ob das nun mit der Bezeichnung Gott trifft oder ob das andere trifft, das sei dahingestellt. Aber da gibt es schon eine Orientierungsstufe, die noch drüber liegt. Da wird schon drüber geredet. Und da gibt es viel Austausch. Das ist unterschiedlich in der Intensität. Aber ich habe keinen Minister näher erlebt, will ich ja mal nicht alle aufzählen, die ich erlebt habe. Aber da, wo ich sagen muss, wo ich so in den Bereich von Macht kam, General,
Das beginnt bei Volker Rühe und geht dann über Rudolf Scharping, Peter Stuck bis zum Minister AD Franz Josef Jung. Da wurde über diese Dinge schon gesprochen. Mhm. Und mit einigen habe ich ja diese Verantwortung sehr hautnah erleben müssen. Mhm. Nicht mit allen. Das waren die Zeitläufte, aber spätestens mit Minister Stuck war es dann so, Afghanistan. Mhm. Und Gefallene und all diese Dinge. Mhm. Und da tauscht man sich aus, ganz automatisch, über die Verantwortung, wie man sie wahrnimmt. Manchmal auch die Frage, kannst du die überhaupt wahrnehmen? Mhm. Zu Ihrer persönlichen Führung. Sie haben ja auch bei der Bundeswehr eben diese Stufen durchgemacht und haben, vermute ich, als Oberleutnant oder Hauptmann andere Aufgaben gehabt als dann hinterher als Oberst oder General. Hat sich auch Ihr Führungsstil verändert? Oder? Also ich würde sagen, ja, verändert sich natürlich mit der Verantwortung, die einem auf die Schulter gelegt wird. Als Hauptmann und Kompaniechef konnte man da noch etwas spielerischer damit umgehen, zumindest in meiner Zeit, weil ich das Thema Tod und Verwundung auf der Ebene nicht erlebt habe. Das war ja alles im theoretischen Bereich. Oder im Manöver, in der Simulation. Aber es war im Grunde Simulation oder Theorie. Später ist es ja dann Wahrheit geworden, grausame Wahrheit teilweise. Ne? Ich glaube schon, dass man sagen kann, man geht dann anders mit dieser Verantwortung um oder besser, man spürt sie anders. Ja. Aber was sich nicht geändert hat, ist die Frage, wie sieht man denjenigen, den zu führen, man die Aufgabe, Auszeichnung oder gar Ehre hat. Das ist eine Frage vom eigenen Menschenbild. Oder ganz simpel gesagt, wie gehen wir miteinander um? Egal, ob das der Boss ist und der verdient so viel und der andere ist der Nicht-Boss und verdient weniger. Das hängt ja damit alles nicht zusammen. Aber wie nehmen wir den Mitmenschen wahr? Nun hat die Bundeswehr ja darauf gerungen mit sich, im Laufe zumindest meiner 43 oder fast 44 Jahre, 44,5 Jahre, mit den verschiedenen Führungsstilen. Nicht? Das kann man in so einem Gespräch gar nicht alles aufwärmen. Die einen, die meinten, militärischer Führungsstil ist eben tak, tak, tak und kein Widerspruch und Gehorsam. Die anderen haben den kooperativen Führungsstil, wo ausgetauscht wird und dann streitet man, wie lang reicht der und ab wann muss man sagen, jetzt können wir übrigens nicht mehr diskutieren. Jetzt müsst ihr es wirklich so machen, wie ich es meine. Die Verantwortung trage ich dann auch dafür. Und hinterher können wir uns wieder unterhalten. Aber jetzt ist die Situation nicht eine Unterhaltungseinladung, sondern eine Handlungsauflage. Ist alles richtig, diese Spiegelnuancen bleiben. Die Grundfrage ist, wie sieht man denjenigen, der einem anvertraut ist, egal auf welcher Ebene. Und wenn man da eben, sagen wir mal, von einem, für mich jetzt gesprochen, von einem eher christlich geprägten Menschenbild ausgeht, dann ergibt sich davon ganz alleine ein Führungsstil, der Austausch und Kooperation und Verständnis eher sucht als die Durchsetzung einer Stellung, würde ich es mal so sagen. Was heißt das konkret? Also können Sie sich erinnern, wie Sie als Oberleutnant und vielleicht Zugführer mit Ihren Soldaten konkret umgegangen sind? Sind Sie durch die Stuben gegangen und haben sich nach dem persönlichen Befinden der Soldaten erkundigt oder? Ja, das glaube ich schon. Also erstens war das eine ganz gute Auflage, die wir hatten. Da wurden wir auch noch geprüft. Wir mussten Zugbücher, hieß das, wo die drin standen, die Namen derer, die einem da anvertraut sind. Und da musste man wissen, ob die verheiratet sind, ob die eine Freundin haben, schwierige persönliche Verhältnisse. Und ich hatte Kommandeure, die mich sehr geprägt haben in meiner Anfangszeit, die auch geprüft haben, ob ich da Bescheid weiß. Ja, und die mein Zugbuch angeguckt haben. Und ob ich weiß, dass der gefreite Müller da halbweise ist, um noch Beispiele zu machen, die mir jetzt spontan da durch den Kopf gehen. Also dieser individuelle und auf das Individuum bezogene Führungsstil, der hat mich eigentlich so anfangen, ich bin 66 Jahre zur Bundeswehr, der hat uns da schon sehr stark geprägt. Da gab es dann viele Streitigkeiten in der Führungslehre.
ja, wie weit der gehen darf, wo autoritärer Führungsstil den kooperativen eher ablösen muss und so weiter. Aber ich glaube, wir haben mit dem Prinzip der inneren Führung schon eine Führungsphilosophie entwickelt, die auch belastungsfähig ist, die auch in Belastungen noch Gültigkeit hat, außer vielleicht in extremsten Gefahrensituationen, die ich selber nicht erleben musste. Das ist heute anders. Da gibt es Vorgesetzte, die haben die für sich erlebt, oder sie waren mit anvertrauten Soldaten gemeinsam in solchen Grenzsituationen. Über die kann ich nur theoretisieren. Da kann ich also aus eigener Erfahrung kaum was dazu beitragen. Aber der Führungsstil, den wir auch von oben sozusagen befohlen kriegen, war schon, dass man mit den Leuten redet, den Menschen redet, das Leuten ist jetzt ein bisschen Dialekt gefärbt, wurde mir schon mal vorgeworfen, dass ich gesagt habe, mit den Leuten reden, also ich meine die anvertrauten Menschen, sich ein bisschen auskennt bei denen und eben auch versucht herauszufinden, wo sind ihre Grenzen, Belastbarkeit, wie sind sie intellektuell aufgestellt, wie kommt man an sie ran, wie kommt man dahin, nicht nur in den Kopf, sondern auch in den Bereich der Gefühlslage. So meinte ich das. Das war natürlich weiter unten als Kompaniechef, war das noch zupackend möglich. Später wird man ja anonymer in der Führung. Und als Generalinspekteur, ich hatte ja eigentlich gar niemanden, der mir unterstellt war. Aufgrund der Historie hat man ja bis vor ganz kurzer Zeit, dem Generalinspekteur waren ja gar keine Soldaten unterstellt. Die Unterstellung war ja bei den Inspekteuren der Teilstreikkräfte angesiedelt. Ich hätte nicht mal meinen eigenen Adjutanten bestrafen können, das hätte ich an den Minister abgeben müssen, damit sich nicht wiederholt, was im Dritten Reich und in der Wehrmacht schiefgelaufen ist. Und insofern wird es immer theoretischer mit dem Führen und mit dem Menschen umgehen. Aber trotzdem trifft man im Ministerium auf den Fluren gelegentlich eben auch niedrige Dienstgrade. Und da kann man an denen sorgenvoll vorbeigehen, beschäftigt mit der großen Weltpolitik, oder man kann sie vielleicht auch fragen, wie geht es ihnen denn überhaupt? Ja, seit wann sind sie bei uns oder was immer man da macht, um einfach zu zeigen, dass man gemeinsam einem Ziel zugeordnet arbeitet. Nicht? So. Und das haben Sie gemacht? Also ich denke schon, dass ich mich bemüht habe, das zu machen im Rahmen meiner Möglichkeiten. Da gibt es ja viele Gelegenheiten. Ob das die Soldatenwallfahrt nach Lourdes ist, ob das sonstige Veranstaltungen sind, wo man halt mal auch mit den Frauen und Männern redet. Und ganz viel haben mir da die Einsätze gegeben, nicht? Vom Kosovo angefangen, bei der Marine am Horn von Afrika und natürlich nicht ganz so locker. Afghanistan, all das hat natürlich immer dazu geführt, dass man mit den Menschen gesprochen hat. Ich meine jetzt wirklich mit den Menschen gesprochen und nicht in erster Linie mit den Soldaten. Das war erst die zweite Nummer, dass sie auch Soldat sind. Und nicht nur im oberflächlichen Sinne, wie geht es ihnen und wie lange sind sie schon hier und wann kommen sie zurück und passen sie auf, dass sie gesund wieder zurückkommen. Das ist ja Oberflächengeschwätz nicht. Sondern dass man wirklich versucht, ranzukommen und sich zu öffnen. Phase 1, sonst öffnen sich die anderen ja auch nicht. Ich denke, da hatte man dann schon viele Gelegenheiten. Ich glaube, eine wichtige Aufgabe von Führung in der Bundeswehr ist ja, dass man die Soldaten auf ein Ziel einschwört, was letztendlich auch bedeuten kann, dass man sein Leben dafür einsetzt. Das heißt, man muss ja irgendwie auch es schaffen, so eine Vision. Warum ist es notwendig, dass wir in Afghanistan sind, in die Köpfe der im Einsatz befindlichen Soldaten? Glauben Sie, dass das jeder im Prinzip lernen kann? Also kann jeder vom Oberfeldwebel zum Kompaniechef werden und vor 100 Soldaten stehen und das schaffen? Kann man das durch die Führungskräfteakademie der Bundeswehr sich antrainieren? Bestimmte Dinge kann man antrainieren, aber es gibt Bereiche, und die würde ich in die Kategorie der Grundeinstellung. Das beginnt beim Menschenbild. Das beginnt, geht weiter über das eigene Selbstverständnis, über seine Aufgabe, seine Stellung und seine Verantwortung im System, bis hin zu den politischen Kategorien.
unsere Gesellschaft, ihre Werthaltigkeit, Verteidigungswürdigkeit, wenn man das mal so nennen darf. Das sind sicherlich abgestufte Bereiche. Und da muss sicherlich nicht jeder Unteroffizier die ganze Kategorie bis ganz oben hin, bis zur Bündnissolidarität oder Wertegemeinschaft oder Verantwortung, Schutzverantwortung, was jetzt als Kategorie aufkommt, würde nicht sagen, dass sich jeder Stabsunteroffizier eloquent zur Schutzverantwortung äußern können muss. Da wird es individueller, da wird es persönlicher. Manchmal ist es sehr viel schwieriger, als die Theorie der Schutzverantwortung in einem großen Gremium zu erläutern. Ist manchmal schwieriger, mit einem Soldaten, der noch nicht ganz genau weiß, wo seine Grenzen sind, Erziehungsaufgaben wahrzunehmen oder Gruppenkohäsion zu bilden. Man ist ja selber auch kaum älter als die Soldaten, die man führt, am Anfang jedenfalls. Und Gruppenkohäsion ist was ganz Wichtiges. Und das müssen dann die ganz Hohen auch nicht mehr vormachen. Die müssen sich um ihre Gebiete kümmern. Das ist etwas Kritisches, was ich da sage. Weil ich glaube schon, dass man definierte Verantwortungsbereiche hat, in denen muss man zu Hause sein und die muss man wahrnehmen. Und die sind eben schon, ja, bei uns würde man jetzt sagen, Hierarchie- oder dienstgradabhängig gestaffelt. Der General sollte sich nicht mehr mit den Themen der Gruppenführung auseinandersetzen. Und der Stabsunteroffizier sollte nicht ermutigt werden, ständig des Generals Probleme lösen zu wollen. Dann kriegen wir eine Ordnung in der Führung hin. Dann kriegen wir auch Probleme geordnet. Und wir entdecken plötzlich Verantwortung und Zuständigkeit. Die werden ja vermischt, wenn von unten nach oben der Anspruch erhoben wird. Ich kann auch in der ganz großen Politik mitreden. Und die ganz große Politik regelt auch einfachste Gruppenaufgaben. Dann geht es durcheinander. Und am Ende ist dann keiner mehr zuständig. Nicht? Also da bin ich schon so für eine Ordnung. Die Bundeswehr hat ja im Unterschied zu vielleicht mal abgesehen von den ganz großen Unternehmen auch eben diese Bundeswehrhochschulen, an denen die Offiziere studieren. Sie hat die Bundeswehrführungsakademien und so weiter. Das heißt, da gibt es ja schon ein relativ klar strukturiertes Programm, wie man dann hinterher als Offiziersanwärter auch etwas dazu lernen soll. Und Sie haben gesagt, einen Teil kann man sicher auch lernen. Einen Teil, denke ich, schaut man sich sicher auch ab von den Leuten, mit denen man zusammen ist. Und deswegen meine nächste Frage, wir hatten Berthold von Stauffenberg erwähnt, Sie hatten verschiedene Verteidigungsminister angesprochen. Gab es darunter Leute, die Sie auch als Vorbild wahrgenommen haben, wo Sie was gelernt haben, im Sinne der praktischen Führung dann Ihrer Mitarbeiter? Ja, doch, die gibt es schon. Es ist natürlich immer schwer, wenn man da Einzelne aufzählt. Dann sind andere traurig, weil sie nicht in der Liste erscheinen. Aber ich war von 66 bis Ende 2009 Soldat. Da kann man nicht alle, die einen beeindruckt haben, vielleicht auch beeinflusst haben, ohne dass man es gemerkt hat. Ich freue mich, dass ich heute noch Verbindung habe mit jährlichen Treffen zu einigen Ausbildern aus meiner Grundausbildungs- und Fahnenjunkerzeit. Haben wir gerade hinter uns ein Wochenende, das wir gemeinsam verbringen. Es sind einige Kameraden, ich bin dann beim Bund hängen geblieben, die sind nach 2 Jahren wieder abgehauen. Und da sind auch 3 Ausbilder dabei. Wir treffen uns jährlich. Es gibt einen netten Freundeskreis in einer Garnison in Süddeutschland, wo ich war, wo wir uns als Freunde der Panzertruppe, so nennen wir uns, da noch treffen. Da gibt es Unteroffiziere, muss ich sagen, da habe ich heute noch hohen Respekt vor deren Leistung, wie die uns damals auch angenommen haben und integriert haben. 66, wie gesagt, 66, 68. Und ich hatte einfach auch Glück, sonst wäre ich auch nicht beim Bund geblieben. Also um das auch klar zu sagen. Ich hatte einfach auch vernünftige Vorgesetzte. Ich habe auch welche dabei, die haben mich nicht so beeindruckt. Aber schon einige bei USA muss Donnerwetter, die konnten was, die stellten was dar und haben einfach eine Ausstrahlung gehabt, die ich vielleicht jetzt gar nicht so genau definieren kann. Hatte ich einen Bataillonskommandeur, zu dem ich großes Vertrauen hatte, ein sehr offener Mann, ein Dienstgrad-Oberstleutnant. Und darüber hinaus könnte ich jetzt so 1, 2 aufzählen. Dazu gehört natürlich auch der spätere Generalmajor Graf Stauffenberg.
Aber bei dem war es zunächst mal ein bisschen anders gelagert bei mir. Das führt jetzt ein bisschen weg vom Thema, aber sonst kriege ich das jetzt nicht vermittelt, wenn ich das nicht sage. Dass ich einen Vorgesetzten hatte, der Oberstgraf Stauffenberg heißt. Das hat mich schon umgeworfen. Ja, das war mein Brigadekommandeur. Ich war damals Major und bin von ihm zum Oberstleutnant befördert worden. Also ich diente einem Oberstgraf Stauffenberg. Und da ich aus Süddeutschland komme, auch aus der Ecke, wo die Stauffenbergs herkommen, und das Thema Widerstand, also Grenzen von Gehorsam, zunächst wichtiger als Grenzen von Befehl oder gleich wichtig, sei dahingestellt. Aber diese Figur Stauffenberg, die Entwicklung, wie die Bundeswehr diesen Widerstand angenommen hat, in ihre Traditionslinie eingebaut hat, das habe ich ja alles in den Kontroversen noch hautnah mitgekriegt. Das war ja, als ich Leutnant wurde 1968, war das alles andere als selbstverständlich, dass das mal eine Traditionslinie dieser Streitkräfte wird, mit diesem Widerstand. Ja? Da waren eben zu viele noch in der Bundeswehr, die ein Problem hatten, weil sie dazu nicht gerechnet werden konnten. Und die hatten sehr viel persönliche Dinge zu verarbeiten. Und die haben erlebt. Das waren Vorgesetzte. Das heißt, diesen Kampf, den habe ich mitgekriegt, bis ich dann als junger Generalstabsoffizier, Abteilungsleiter für Operationsführung auf der untersten Ebene da geworden bin. Und dann kam der Oberstgraf Stauffenberg und war mein Vorgesetzter. Und er war es dann nochmal als stellvertretender Divisionskommandeur in Regensburg. Und daraus hat sich ein sehr persönliches Verhältnis entwickelt. Das endete dann vor 2 Jahren damit, dass ich Vorsitzender der Stauffenberg-Gesellschaft in Baden-Württemberg wurde. Das ist eine Gesellschaft als eingetragener Verein, der sich mit dem Erbe Stauffenbergs nicht nur in den Streitkräften, aber vor allem natürlich in den Streitkräften beschäftigt und im Augenblick auch das Thema hat, dass es der Bundeswehr gelungen ist, die einzige Stauffenberg-Kaserne zu schließen, die sie hatte in Sigmaringen. Insofern bin ich da noch ein bisschen im aktuellen Geschäft. Das war was Besonderes mit dieser Familie, diesem Namen, dieser Geschichte. Das ist ja eine ganz zentrale Geschichte in der deutschen Militärgeschichte. Aber auch, wie stellt man sich selber auf zu den Grenzen von Befehl und Gehorsam oder von den Grenzen vor allem des Rechtes zu befehlen. Vielleicht ist das noch wichtiger als die Grenzen der Pflicht zu gehorchen. Darüber mag man streiten, aber es ist ein hochinteressantes Thema. Und da habe ich jetzt auch das Glück, dass ich da noch ein paar Mal bei der einen oder anderen Schule mitwirken, dann in der Oberstufe, sofern die das Thema in Leistungskursen machen. Und da ist nochmal ganz interessant, eben über diese Zeit zu reden. Da nehme ich also Stauffenberg jetzt mal ein bisschen raus. Daneben hatte ich gute Vorgesetzte. Mir fallen ganz wenige ein, wo ich sagen würde, naja, also auf den hätte ich auch verzichten können in meinem Erfahrungsschatz. Aber die Masse war einfach überzeugende Menschen mit Ecken und Kanten, wie wir alle. Aber doch alle dem System wahrhaftig verwurzelt, dem wir dienen. Also ich habe Gott sei Dank ganz wenige kennengelernt, von denen ich sagen würde, da ist das Bekenntnis zu diesen neuen Streitkräften der politischen Grundkontrolle der inneren Führung eher Lippenbekenntnis. Die wollen eigentlich, die haben noch einen anderen Soldaten im Kopf, als ich das hatte. Aber das ist eine Minderheit, mit der kann man in so einem Großbetrieb umgehen. Von denen Sie sagen, da hätten Sie auch drauf verzichten können, haben Sie da trotzdem auch von gelernt im Sinne von, so will ich es nicht machen? Ja, habe ich gelernt, aber das ist der schwierigste Lernprozess, nicht? Wenn man mit einem Negativbeispiel, an einem Negativbeispiel sich aufstellen muss. Ne? Und beim Militär ist ja so, dass Vorgesetzte immer noch relativ viel Macht haben. Ne? Und insofern ist es dann eine Frage des Arrangements, der von mir aus gesehen eher Ablehnung, die aber nicht so sein darf, dass man daraus dann die Repressalien auf sich zieht. Ne? Also ist auch ein Stück natürlich Anpassung damit verbunden. Taktik. Wie war das, als Sie in den neuen Bundesländern Offizier waren? Ist es nicht ungeheuer schwierig, Vertrauen zu haben zu Offizieren, die bis kurz vorher noch dem feindlichen System dienten?
Also das war's. Ich bin da ja nach Erfurt gekommen. Allerdings nicht gleich zu Beginn, muss ich jetzt fairerweise sagen. Das war erst 94. Da war so die ersten, ja, Ebnungsarbeiten waren schon geleistet von meinen Vorgängern. Aber es hat mich natürlich umgetrieben, weil du guckst nicht in die Herzen hinein. Du hörst nur, was sie sagen. Ja. Und ich bin natürlich auch so sozialisiert worden, nicht? Wie die auf der anderen Seite natürlich auch. Jetzt kam zunächst mal das Einfache, und das ist das Soldatenhandwerk. Im Grunde, wenn man mal die ethischen Normen für eine kurze Zeit weglässt und einfach Führungs- und Organisations- und Management-Themen setzt, auf der ganzen Welt ähnlich funktioniert. Da gab es also keine fundamentalen Unterschiede. Ne? Die Unterschiede lagen eben im Menschenbild, ja? Wie man Führungsverantwortung wahrnimmt. Und da hat mich schon die Frage umgetrieben, wenn wir jetzt vom Staatsbürger in Uniform reden, meinen wir da schon das Gleiche oder müssten wir uns da mal sehr vertieft drüber unterhalten, was eigentlich so die ethischen, moralischen Grundlagen Soldatenberufes nach unserer Auffassung ist? Bisschen aber auch, ich meine, im konkreten Handeln waren die Wehrpflichtigen in der damaligen Bundesrepublik tatsächlich freiwillig, also diejenigen, die sich, sage ich mal, nach den Mitte der 80er Jahre verpflichtet haben, während in der DDR war ja schon eine gehörige Portion Zwang auch dahinter. Und das muss ja auch die Offiziere irgendwie unterschiedlich beeinflusst haben. Die sind natürlich anders sozialisiert worden, die sind auch anders ausgebildet worden. Aber der Einstieg war eigentlich ein eher pragmatischer. Man hatte eine klare Aufgabe, mit der man sich dann arrangiert hat und wo man zunächst mal das professionelle Können zueinander gebracht hat. Von da aus hatte man eine gute Basis, wo man sagen muss, ja, da wurde einfach mal zunächst mal das rein fachliche Können bewertet, Stufe 1, nicht? Und dann musste man sozusagen individuell gucken, wie jetzt die Einzelnen so ticken, wenn ich es mal so locker sagen darf. Und auch da hatte ich Glück, dass ich da im Grunde mir ziemlich sicher sein konnte, dass wir einen guten Weg gehen. War mir aber auch immer im Klaren darüber, dass ich in die Herzen nicht hineingucken kann. Ja? Und damit muss man dann an der Stelle eben fertig werden. Die natürlich auch. Ja? Denen haben wir natürlich auch einiges zugemutet. Ne? War ja nicht nur für uns. Wir waren ja diejenigen, deren System übernommen wurde, und die anderen hatten die persönlichen Niederlagen zu verkraften. Das ist ja dann etwas, wo man nicht leichtfertig drüber reden darf und schon gar nicht urteilen sollte. So, mit ein Stück Eigenlob ausgestattet, habe ich versucht, das zu vermitteln, dass ich nicht da bin, um zu rechten und zu urteilen über das, was bisher war, sondern dass ich einen Auftrag habe, der zunächst mal Aussöhnung und Integration heißt, ja, und nicht Abrechnung. Also es war meine ganz persönliche Einstellung, ist es immer noch. Meine ich, kann man auch in Afghanistan gelegentlich anwenden, wenn man will. Und von da aus hat sich da ein sehr menschlich, kollegial, solider Kontakt ergeben, auf dem ich mich am Ende auch sicher fühlte. War ja am Anfang auch nicht so sicher, als ich da hingeschickt wurde, ne? Wie das geht. Für mich war es besonders spannend, weil mein Vater in Thüringen das Kriegsende erlebt hat, in Rudolstadt, und ich wurde dann in Erfurt Brigadekommandeur. Das war natürlich nochmal eine ganz besondere persönliche Note, die ich da mitgebracht habe. Wir haben jetzt viel auch eigentlich darüber gesprochen, dass Führung doch auch in der Bundeswehr ganz Großen und Ganzen ganz gut funktioniert. Aber trotzdem sieht man natürlich auch immer wieder einzelne Stellen, wo sie gar nicht funktioniert. Dann kann man natürlich diese sogenannten schlechten Äpfel dann rauspicken und sagen, die sind schuld. Auch die amerikanische oder die britische Armee hat ja mit Abu Ghraib und so weiter ihre Desaster. Aber jetzt ist zum Beispiel am vergangenen Wochenende diese große Umfrage der TU Chemnitz im Auftrag des Bundeswehrverbandes, wonach fast 80% der befragten Führungsoffiziere der Bundeswehr sagen, die Stimmung in der Truppe ist eher schlecht.
Wie kommt das? Was ist ja, da? Also Phase 1 muss ich einfach dazu sagen, ich bin jetzt 3 Jahre weg, fast 3 Jahre. Und habe auch nicht intensivst Kontakt. Insofern kann ich das eine oder andere nicht beurteilen. Meine Erfahrung sagt mir aber, dass eine Reform angestoßen wurde, die sehr, sehr substanzieller ist oder viel substanzieller ist als vieles, was wir mit vorsichtigen Schritten gemacht haben. Dazu gehört natürlich der radikale Eingriff, Abschaffung der Wehrpflicht. Die Frage sei erlaubt, ob es gelungen ist, die Menschen darauf vorzubereiten und in den Prozess sozusagen hineinzunehmen. Oder ob man sie im Grunde nicht sozusagen mit einer standrechtlichen Entscheidung konfrontiert hat. Ich glaube, so ein Prozess muss vorbereitet sein. In vielerlei Hinsicht, das braucht man jetzt wahrscheinlich gar nicht ausführen. Und dann ist das ja parallel, diese Fundamentaleinschnitte, Wehrpflicht als Stichwort, aber auch massive Reduzierung, das ist ja schon ein gigantischer Sprung, wobei wir auch Reduzierungen verantwortet haben, aber so ein bisschen radikal. Und das eben parallel zu einer Einsatzbelastung, die die Bundeswehr spätestens in Afghanistan an ein Thema herangebracht hat, mit dem sie fast 40 Jahre nur theoretisch konfrontiert war, und das war Gefallene und Verwundete. Nicht? Und das alles parallel laufen zu lassen, das erfordert hohe Kommunikations- und Führungskunst. Und da muss man sich große Mühe geben. Einfach das individuell zu erklären, das ist außerordentlich schwierig. Und das passiert natürlich genau in einer Zeit, in der die Streitkräfte etwas übernehmen, was in der Gesamtgesellschaft auch gang und gäbe ist. Und das heißt sozusagen Führer mit Computern und EDV und IT. Nicht? Das ist ja alles parallel. Was hier abgeht, ist eben, verlangt genau eine Führung, die man nicht mit Datenverarbeitung mehr leisten kann. Das, glaube ich, ist die größte Herausforderung, die man jetzt hat. Nun weiß man, man kann nicht jedem alles individuell erklären. Aber manchmal reicht schon, wenn die Menschen das Gefühl haben, dass man sich wirklich darum bemüht, es zu tun. Und nicht einfach sagt, das kann man euch jetzt nicht alles erklären. Das haben wir alles in die Dateien eingestellt, das könnt ihr doch abrufen. Da kann man sie jetzt nicht alleine lassen, weil es eine fundamentale Frage ist. Und dabei hat man vielleicht zu viel, zu schnell und zu ungeduldig angepackt. Nun kann man meinem Naturell als Schwaben natürlich sagen, ihr seid immer so furchtbar geduldig und euch geht es immer zu schnell. Wenn man sowas nicht mit dem Schafott macht, dann dauern die Prozesse zu lange, weil sie dann auch zerredet werden können. Naja, das mag schon stimmen, aber es gibt einfach so ein Zwischending. Ne? Und da mute man denen jetzt einiges zu. Nicht? Das geht bis hin zur Frage der persönlichen Sicherheit. Ich meine, es muss ja kein Berufssoldat Angst um seinen Arbeitsplatz haben. Ja? Und die Frage, die sich die Führung stellen muss, ist, wieso haben die aber trotzdem solche Sorgen, die sie eigentlich gar nicht haben müssen? Ja, weil wird ja keiner rausgeschmissen. Ist ja anders, wenn Opel umstrukturiert in Rüsselsheim. Ja? Also die jetzt weg sind, das waren ja eh nur die Zwangsverpflichteten, zunächst einmal. Ja? Und die anderen, es muss kein Unteroffizier und kein Offizier Angst um seinen Arbeitsplatz im Augenblick haben. Aber trotzdem ist diese Sorge herübergeschwappt von einer gesamtgesellschaftlichen Entwicklung, wo das ja auch ein Thema ist. Ne? Und da scheint mir einfach klar zu werden, dass wir Kommunikationsprobleme haben. Wahrscheinlich auch mit, nennen Sie jetzt mal Stakeholder, die man vorher gar nicht auf dem Radar hat, wie zum Beispiel die Bürgermeister der Städte, in deren Nähe Standorte geschlossen werden sollen und wo vielleicht auch Gerüchte mehr Probleme beschaffen, als dann, wenn man die Fakten von Anfang an auf den Tisch legen würde. Also ich glaube, das hat man gut gemacht. Ich habe ja 2 so Reformen mitgestalten dürfen, einmal unter Minister Scharping und dann einmal unter Minister Struck, wo wir ja auch eingegriffen haben und auch Standorte aufgelöst haben.
Da ist eine Frage, ich meine, wenn Sie nach den Bürgermeistern gehen, dann kriegen Sie nichts hin, nicht? Die wollen alle ihre Standorte behalten und das geht präzise nach dem Florians-Prinzip, ne? Das geht natürlich auch nicht, aber man muss es sorgfältig kommunizieren. Mhm. Und man muss vor allem vielleicht auch jemand haben, der die Perspektive darstellt, also das Ziel zunächst einmal beschreibt, das so lohnt, das so gut ist, dass man sagt, und die Schritte dahin sind lohnend. Mhm. Ja? Das heißt erstmal die Beschreibung dessen, wo wir hinwollen. Ich glaube, da braucht man einfach Zeit dazu, nicht? Und das war ja nicht ganz so klar, wenn ich es mal so locker sagen darf. Da hat man in der Zieldefinition, hat man sicher das eine oder andere Defizit aufgelassen. Und dann werden die Menschen einfach verunsichert. Und das in einer Gesellschaft, die an der Stelle eh ein bisschen durcheinander geraten ist. Mit all den Verwerfungen in der Industrie und Altersarmut. Es kommt ja alles da oben drauf noch für den Menschen. Gut, das ist eine Frage, wie man sowas aufzieht. Und wie man da die Kommunikation baut. Und da ist die Welt, in der wir leben, aus der wir nicht mehr rauskommen mit IT, ist nicht unbedingt die richtige Kommunikationswelt für solche Probleme. Aber auch das, würde ich sagen, ist nicht bundeswehrspezifisch. Mhm. Das gilt für andere Menschen auch. Die Arbeiter bei Opel in Rüsselsheim hier in der Nachbarschaft haben wahrscheinlich ähnliche Verunsicherungen. Und suchen auch jemanden, der ihnen das jetzt glaubwürdig erklärt und sich Zeit nimmt, das zu erklären. Ja, und wenn bei Opel ist es ja heute wahrscheinlich auch so, dass so Dinge wie Standortschließungen, Bochum oder Kaiserslautern, ja eher über die Medien an die Leute herangetragen werden als durch die Vorgesetzten. Und vielleicht war das bei der Bundeswehrreform der letzten dasselbe Problem, dass man abends in der Tagesschau mehr darüber erfahren konnte, wie es denn vielleicht weitergeht, als einem der nächsthöhere Offizier das gesagt hat, weil der es selber nicht wusste. Ja, jetzt sind wir wieder in dem Dilemma. Mhm. Ohne diesen ganzen EDV-Apparat könnten sie sowas steuern, Informationssteuern. Das ist heute kaum mehr möglich, weil sie zeitgleich abrufbar im Grunde für alle ist. Ne? Das heißt, was sagt man und was behält man für sich? Mhm. Wenn man was sagt, wie schnell läuft es als Gerücht bis ganz unten hindurch und verändert sich durch die Stufen? Ja. Mhm. Das ist ein Kommunikationsthema. Das ist riesengroß und deshalb würde ich sagen, dass Kommunikationsfähigkeit eine Schlüsselqualifikation von Führungskräften geworden ist. Mhm. Vielleicht dominanter als vieles anderes, was wir als Schlüsselqualifikation von Führungskräften haben. Kommunikationsfähigkeit und Informationsmanagement. Das sind die großen Schlüsselbereiche. Die hat man in der Bundeswehr, glaube ich, relativ spät entdeckt, auch in der Ausbildung des Spitzenpersonals. Das ist manchmal wichtiger als vieles andere, was man so einfach für tradiert wichtig übernommen hat. Ich möchte noch eine letzte Frage stellen, das ist die Frage nach den Werten. Und Sie haben es selber mehrfach schon angesprochen, aber vielleicht, wenn man sich mal die Bundeswehr seit ihrer Gründung anschaut, dann haben sich ja auch die Werte verändert. Zum Beispiel haben Sie gesagt, als Sie 66 angefangen haben, war der Führungsstil ein anderer, weil ja auch die Gesellschaft anders geworden ist dann in den 68er, 69er Jahren, in den 70er Jahren. Aber auch dieser klare Wertekonflikt zwischen Ost und West war irgendwann nicht mehr da. Als ich selber Ende der 80er Jahre bei der Bundeswehr war, habe ich mir nicht vorstellen können, dass man so ein Manöver wirklich mal in die wirkliche Welt tragen muss. Und das ist ja heute natürlich, es ist anders. Jeder, der heute zur Bundeswehr geht, muss wissen, dass er möglicherweise in einen Kampfeinsatz kommt. Was macht das sozusagen mit einer so großen Organisation wie der Bundeswehr, dass man so alle 10 Jahre sowas grundlegend anderes dann? Ja, also kämpfen wir im Moment mit Ihrer Frage um zwei Begriffe. Die Konstanten und die Variablen. Mhm. Was sind die Konstanten soldatischen Selbstverständnisses nach dem Zweiten Weltkrieg? Würde man vielleicht da die Zäsur machen? Vielleicht kann man auch weiter zurückgehen, aber ich nicht. Das steht mir auf dem Alter ja nicht so richtig zu.
Und was sind die Variablen, die bis in Führungsverhalten hineingehen und variabel sind? Ne? Und dazu gehört natürlich ein Menschenbild als eines der, wo ich sagen muss, Konstanten. Das leitet sich aus dem Grundgesetz nach meiner Meinung ab über den Artikel, der sich mit der Würde des Menschen beschäftigt. Das ist ein zentraler Wert, kann man jetzt ausschmücken, muss man aber in dem Gespräch nicht. Ne? Damit ist dann die Frage, wie gehen wir eigentlich miteinander um, egal in welcher hierarchischen Stellung wir zueinander sind. Das leitet sich natürlich wieder vom Menschenbild ab. Jetzt kann man sich streiten mit dem christlich-abendländischen Menschenbild. Man kann vielleicht da Zusätze oder Abstriche machen, das sei dahingestellt. Aber ich denke, wir haben da schon sehr klare Vorstellungen, die uns doch durch ganz kritische Phasen auch geführt haben, wo ich sage, das sind Konstanten. Auch vom Führungsstil her, ich sage jetzt mal den manchmal etwas strittigen Begriff kooperativer Führungsstil, eher als autoritären Führungsstil würde ich grundsätzlich mal richtig halten. Und die Variablen sind dann gesellschaftliche Entwicklungen, Schulsysteme, Wehrpflicht oder Nichtwehrpflicht, das wird vielleicht eher in den Topf des Variablen geschmissen werden können, woraus sich bestimmte Konsequenzen für Führungsverhalten, Selbsteinschätzung, Kommunikationsverhalten ergeben. Aber wenn man die zwei Titel jetzt nochmal nimmt, die Konstanten, soldatischen Selbstverständnis im 21. Jahrhundert in dieser Bundesrepublik, die in den und den Bündnissen ist. Ja. Und was sind die Variablen, die sich aus manchmal auch unvorhergesehenen geschichtlichen Entwicklungen ergibt, die man vielleicht so gar nicht prognostizieren kann. Ja. So, und wenn man da so einen Katalog sich entwickelt, dann kriegt man, glaube ich, naja, ein System, ein Orientierungssystem. Und wenn man das hat, das schmeißt einem auch nicht bei der kleinsten Veränderung dann aus der Schiene sozusagen. Da kann man bestimmte Dinge einordnen und vor allem kann man eben vielleicht, wenn man in Führungsposition ist, einen Beitrag dazu leisten, den Menschen, ich glaube, jetzt ist sprachlich nicht gut gelungen, dabei zu helfen, zu unterscheiden, was ist wichtig und was ist eigentlich nicht so wichtig. Was berührt dich tatsächlich in deiner Würde, in deinem Selbstverständnis, in deinen Rechten als Staatsbürger? Und was sind eher Korinthen, wo man sagen muss, nur regt euch darüber nicht auf, Leute. Das ist völlig unbedeutend, nicht? Also dann kann man das auch wieder auf den normalen Boden herunterziehen. Und da haben wir vielleicht das ein oder andere Defizit aufkommen lassen, indem man sich manchmal mit großer Leidenschaft mit den eigentlich unwichtigen Dingen herumschlägt und vor allem die falschen Leute dann versuchen, Dinge wieder richtig zu machen. War jetzt ein bisschen allgemein geantwortet, aber ich habe vom Wertesystem geredet, nicht? Und zwar von einem, wo man Konstanten drin hat, die mit unserem Abendland, was weiß ich, was alle Menschen vorstellen. Und das andere, wo ja, angepasst werden muss, ohne dass die Konstanten beschädigt werden, nicht? Und ich glaube, unser Problem sind die Konstanten. Herr Schneider, haben Sie vielen Dank. Gerne.